Für die Treppe hoch. Lasste mich durch. Lasste mich hindurch. Hey, Kitty, lass mich durch. Lässt mich wohl nicht durch. Dann komm ich wohl vorerst nicht weiter. Können wir jetzt mit dem hier kämpfen, mit dem Typ hier? Ist er sich jetzt wichtig genug für uns? Warum ich hier so cool rumstehe? Weil ich der Allerstärkste bin. Darum. Wenn du also gegen mich kämpfen willst, musst du erst die anderen besiegen. Okay. Ich habe erst zwei gesehen. Hab erst gegen zwei gekämpft. Ja, die haben wir. Hat sich hier noch irgendwo wer anders versteckt? Irgendwo einen. Das Schulgelände oder was? Ist doch klar, hier verlasse ich das Schulgelände. Gegengift gefunden. Medizinische Verstaut. Ja, schön das Gras umgehen. Paraheiler gefunden. Können wir ja alles einsammeln. Ist ja nicht so wie in Pokémon Gelb, dass du hier. Oh, ein Schüler. Hat's hierhin verlaufen. Ist ja nicht so wie in Pokémon Gelb, dass du dann irgendwann den Platz voll hast und keine neuen Items mehr haben kannst. Das ist hier, glaube ich, in der 7. Generation schon gefixt. Macht dich bereit für Giftwolke, die absolut seine Lieblingsattacke meiner Stamer. Damit vergiften wir uns alle. Damit vergiften wir alles und jeden. Ja, wir beide vergiften uns auch. Richtige Pokémon für einen kleinen Vorschüler. Jungs, Alex fordert dich. Slimer sieht so richtig nach einem Atomunfall aus. Ein richtigen Kraftwerkunfall. Ja, die Weiterentwicklung erst. Naja, die haben sie ja schon in Pokémon Sonne kennengelernt. Und irgendwie kommen wir damit auch zurecht. Ja gut, irgendwie habe ich das Gefühl, dass die hier viel besetzt ist und deplatziert ist in diesem Kampf. Obwohl mit Schnabel könnte es mit ein paar Anhieben, mit ein paar Versuchen klappen. Können wir hier mehrmals draufhauen. So häufig, so schnell besiegt er es ja nicht. Häufig. So schnell schafft er es ja nicht, uns zu besiegen. Vergiftet. Ja, gut. Ist natürlich nicht schön. Schnabel, jetzt kriegst du es zurück. Steinmann wurde besiegt. Nice. Haben wir den auch geschafft. Dank des EP-Teilers erhält das ganze Team EP-Punkte und Level 7 für die zweite Teammitgliederin hier. Dann mal weiter, oder was? Pulver und Puderattacken wie Giftpuder oder Schafpuder haben auf Pokémon vom Typ Pflanze keine Wirkung. Mit Giftwolke kann man sie aber vergiften. Ja, das habe ich gesehen. Das hast du mir wunderschön gezeigt. Mein Kleiner hier. So ganz alleine hier im Eck. Wurde hier ausgegrenzt, oder was? Keine Leute ausgrenzen hier, das ist nicht schön hier. Also, da ist doch der Große hier, der Oberaufseher hier, der Obergroße hier. Guck mal, da drüben steht ein Schüler hier, im hohen Gras. Junge, geh mal hin. Ein bisschen hast du ja auch Verantwortung für ihn. Ah, jetzt bin ich ihm gut genug. Jetzt kann ich kämpfen. Sieh, du hast die anderen alle weggefegt. Doch hier endet deine Siegesserie. Na, schon Angst vor der Fähigkeit meinen Rettern. Nein. Ich habe absolut keine Angst. Niemals. Einen Rettern hat er also. Was? Den Rocket fährt zurück. Jesse und James. Los, Hoodie! So. Dann setz mal was Ordentliches ein, Hoodie. Ich weiß, du bist geschwächt und vergiftet. Aber komm schon, Blaswerk. Mach es alle, das Rettern. Es wird sehen, was es davon hat. Uns anzugreifen. Und der ach so große Schüler wird es nicht mehr so groß sein. Ja. Von wegen. Der Stärkste hier. Hättest du gern. Hättest du gern. Woody wurde durch Gift verletzt. Ja, Woody wäre natürlich auch ein guter Name. Mit W vorne dran. Schnabel.
wickeln. Ja, von mir aus. Das zieht dem nicht viel ab. Das Gift, das schadet ihm extrem. Sollte man einen Trank einsetzen. Uha! Okay. Wickel verletzt. Und die wurde besiegt. Nein! Mist, darauf habe ich jetzt nicht geachtet. Izzy! Izzy, du bist dran. Zeig, was du kannst. Jetzt können wir mal gucken, ob du im Team gut bist, ob wir dich mitnehmen können. Reflektor, Umklammerung, Tackle, Schnabel. Versuch's mal mit Schnabel. Wickel. Da wird schon wieder verwickelt in den Kampf. Schnabel, komm, zack. Ja, gut. Ja, könnte bessere Attacken geben, aber... Ja. Izzy, komm, noch ein Biss. Ein Biss, nein, ein Schnabel. Ein Schnabel, ja, Schnabel war's. Holla, wie weit wir hier lädt. Verpasst. Na komm, wird auch daran nicht scheitern, hier das Rettern zu besiegen. Ja, das war knapp. Aber, wir haben besiegt. War doch ein bisschen stärker. Nicht mal ein gesenkter Angriffswert konnte dich am Sieg hindern. Angeben kommt für dich nicht in Frage. Was? Zwergenfee gewinnt 384 Pokémon und geht sich aus dem Kampf gegen den Angeber hervor. Wahrhafter Angeber. Die Fähigkeit Bedroher senkt den Angriff des Gegners. Wer sich mit den Fähigkeiten seiner Pokémon auseinandersetzt, der hat seinem Gegner immer etwas voraus. Leider hat mir das diesmal auch nicht geholfen. Aber was soll es? Ich bin stark genug, um auch anzuerkennen, wenn mal jemand anders stärker ist als ich. Also gebe ich dir jetzt diese starke TM. Du hast die TM01 Kraftschub. TM01 Kraftschub wurde in der TM-Tasche verstaut. Erklärung Nummer 1. Mit einer TM kannst du einem Pokémon auf der Stelle eine Attacke beibringen. Vorausgesetzt, das Pokémon kann diese Attacke lernen. Wenn nicht, Pech gehabt. Erklärung Nummer 2. TMs kannst du so oft einsetzen, wie du willst. Sie werden nie aufgebraucht. Voll unpraktisch. Voll praktisch. Nicht unpraktisch. Das Lilly. Oh, die Schulglocke. Achtung, Achtung, eine Durchsage. Zwergenfee soll bitte in den ersten Stock kommen. Ich wiederhole. Zwergenfee soll bitte in den ersten Stock kommen. Du hast doch hoffentlich nichts angestellt, weswegen du jetzt Ärger bekommen könntest. Ich doch nicht. Ich doch nicht, nein. Ich hab nie irgendeinen Scheiß angestellt. Leider. Das ist wirklich so. Ich hab kaum Schwachsinn gemacht in der Schule. Das bereue ich jetzt im Nachhinein doch schon, weil das war die Zeit, wo man Scheiße bauen konnte. Jetzt im Nachhinein ist dann nicht mehr ganz so. Naja, vorbei ist es. Ja, das kann nicht sein. Ich und Scheiße bauen? Nein. Nicht wirklich. Ja, ich weiß schon, wo ich hin muss. Ich habe schon so einen Plan. Aber ja, ich muss mal mein Pokémon-Team heilen gehen. Ist hier Rektoren? Ja, scheint Rektoren zu sein. Rektoren. Na, Zwergenfee. Du hast alle meine Schüler besiegt. Sehr beeindruckend. Jetzt möchte ich auch gegen dich antreten. Was sagst du? Bist du bereit? Ich bin bereit. Immer bereit. Auf geht's. Sehr gut. Professor Kukui hat mir übrigens schon viel von dir erzählt. Du erlaubst, wenn ich mir einen Typenvorteil gegen den Bautz verschaffe? Erlaube ich nicht. Aber ich werde dich wahrscheinlich nicht dran. Lehrer Elkre fordert dich heraus. Lehrerin Elke. Lehrerin Elke setzt Flammiau ein. Wo hat die denn das Flammiau her? Bestimmt von dem Professor, oder? Wenn das nicht eine Lektion vom Professor sein soll. Ich versuch's mal mit Schnabel. Blattwerk ist vielleicht ein bisschen deplatziert. Oh shit. Schnabel. Ja gut, mein zweites Pokémon ist noch nicht so stark. Blut, ja, das war's jetzt mit Hoodie. Den Trank hätte es aber auch nicht getan. Izzy, ja, wie lange kannst du aushalten, Izzy? Kannst du irgendwas anrichten? Umklammerung vielleicht? Ist Typ normal? Weiß nicht.
Das sieht eher schlecht als recht aus. Ja, das ist schlecht. Kacke. Sieht nicht gut aus. Tränke wären die Möglichkeit. Ja gut, Izzy ist hier relativ schlecht in diesem Kampf. Den hätten wir schon ein bisschen trainieren müssen. Ja gut, hilft jetzt noch ein Trank. Kann jetzt natürlich ewig weiter mit Tränken kämpfen, aber es ist jetzt hier bei Izzy auch nicht wirklich die Lösung. Bei Hoodie wäre das schon die Möglichkeit, aber hier bei Izzy, die ist hier relativ... Na, ist relativ sinnfrei hier, müsste jetzt kämpfen. Ja, weil das Flamjau ist schon recht stark. Zur Hälfte haben wir es erst besiegt. Ja, mal wieder mit Hoodie kämpfen. Das war's. Kein kampffähiges Pokémon mehr. Erster K.O. in diesem Let's Play. Zankvieh wird schwarz vor Augen. Auf ein neues, wir können es schaffen, das weiß ich. Wir werden die Abschlussprüfung in der Schule bestehen. Zwergenfee, du hast alle Menschen übersiegt. Ich sag den Text dir nochmal. Wir haben uns zwar schon mal gesehen, aber ich sag alles nochmal. Ja, ich bin bereit, das habe ich dir auch schon mal gesagt. Auf geht's. Ja, los geht's. Auf geht's, ein zweites Mal. Diesmal mit Bautz hier. Mal Tränke dazu holen, dann wird's schon irgendwie gehen. Das Flamjau werden wir irgendwie besiegen. Wir haben schon gegen Robball gekämpft, jetzt müssen wir auch noch gegen Flamjau kämpfen. Komm schon! Komm! So, was machen wir jetzt am dümmsten? Schnabel scheint effektiv zu sein. Gut! Ist auch sehr effektiv, nicht nur effektiv, sondern sehr effektiv. Was? Okay, so sieht effektiv aus. Sieht effektiv halt aus. Ein Trank ist auch sehr effektiv. Den nehme ich erstmal. Hui! Trank! Wie sagen kann, was die Lösung ist, weiß ich nicht, aber... Müssen irgendwie. Verbrennung. Oh, das ist nicht gut. Verbrennungen sind nicht gut. Ja, nicht trinkt. Trank, ja, das kann ich jetzt eigentlich immer so weitermachen. Ja, Trank. Angegriffen werden, Trank, angegriffen werden, Trank. So viel Trank habe ich eigentlich gar nicht, dass das klappen kann. Und irgendwann macht er einen Volltreffer. Tja, sieht nicht sehr rosig aus, diesen Kampf. Aber so muss das. Ja, gut, die können auch nicht alles heilen, die können den Top-Heiler. Trank, vielleicht ist das irgendwann mal Katze oder irgendwas, was den Kampf hier abzieht. Dann kann ich die Chance nutzen und mit einem Schnabel einsetzen. Ist nicht wirklich die Möglichkeit, sollte man nicht so kurz nutzen, diese Attacke. Trank. Ja, Frank ist natürlich keine Attacke, aber... Ist nicht die beste Taktik. Ja, Puyo Rio. Ist ja blöd, dass Puyo das auch nur einmal aushält, ja. Einen Schub hier und schon... zweimal Schub und dann ist es Game Over. Sieht nicht so gut aus. Das ist ja schlecht erfrecht. Kann man auch 10 Tränke. Ich probiere diese Tränke, ich verschwende die hier. Sieht gerade nicht so schön aus. Ich hab eine Idee, wie man das machen könnte. Wie man das hinkriegen könnte. Ist auch eine Taktik wert und versucht, wer es wert. Ich tausche mal Izzy ein. Einmal Izzy in den Kampf. Und dann... Wollen wir folgendes machen. Mein Item nehmen, den Trank auf Hoodie einsetzen und dann den Erstschlag garantieren. Das ist zwar natürlich auch relativ. Ist zwar nicht was die Lösung, Izzy wurde besiegt. Ja, kacke. Schon so viel Spiele scheitern, macht's nicht so richtig Laune. Ja, mein Artikel hier. Oh nein, wir haben keinen Erstschlag. Nicht da, das lässt uns das Spiel nicht zu. Ja, das war's dann wohl. Nehmen gleich Game Over. Ja, Was soll ich dazu sagen? Ein bisschen Training. Dürfte es wohl sein. Da sind wir wieder K.O. Ja. Ist natürlich schön. Man hier sieht, wie man schon verkackt. Das kann ja noch heiter werden bei den Inselprüfungen und so weiter. Da kommen ja noch einige auf uns zu. Ich musste unbedingt Bautz wählen. Ja, Hier ein Pokémon. Ein wildes Mauzi, das muss ich mir fangen, das muss ich erfangen, unbedingt. Mauzi erscheint, dieses Pokémon habe ich noch nie begegnet. Mit Pokémon bin ich noch nie begegnet. Ja, dann fangen wir es mal. Können wir gut im Kampf benutzen. Und zwar Level 8. Dann besuche ich mein drittes Teammitglied. Lea kommt wieder ins Team. Lea, die Unsterbliche, ist es schon auch nicht mehr. Ja, die Unsterbliche, mein Maskottchen, ist damit dabei. Selbstverständlich nehme ich die mit ins Team und ist zurückgeschreckt. Ja, das ist schon, sieht schon sehr gut aus. Und Hulli ist schon zurückschreckt. Ja, die haut ordentlich drauf. So kämpft man ordentlich.
Die will ich im Team haben. Guck mal, die, wie die reinhaut hier, das ist. Die Lea hier draufhaut. Sowas muss ich einfach im Team haben hier. Zeigt schon echte Stärke hier im Kampf. Macht meinen Bouts ordentlich alle. Empfangen wir es uns. Pokéball. Und 1, 2, 3. Nice. Lea wurde gefangen. Klasse. Lea wurde gefangen. Pudi erhält einige Erfahrungspunkte und Level 11. Auch das als Vorteil. Nice, 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 nice. Mein Maskottchen. Erstauner. Pudi erlernt Erstauner. So. Da können wir die Gegner mal zum Erstaunen bringen. Das ist auch die Lösung, um einfach mal mit Mauzi versuchen zu kämpfen. Den Tackle und einen Schmarotzer scheint sehr gut zu sein, die Werte. Mauzi bekommt gleich mal einen Pokédex-Eintrag und einen Namen. Unbedingt und definitiv. Lea wurde in dein Team aufgenommen. Willkommen im Team, kleines Maskottchen. Mit dir werde ich gleich mal gegen die Lehrerin kämpfen. Eine Minute, 37 Sekunden später. Izzy wird jetzt trainiert. Izzy wird trainiert. In richtigen Kombinationen und mit dem richtigen Hieb könnte ich das auch schaffen jetzt, da ich weiß, dass Izzy Schmarotzer das ordentlich hinkriegt. Aber komm, ein klein wenig Training hier. Gegen zwei, drei Pokémon können wir kämpfen hier im hohen Gras. Schadet nicht. Training schadet nie. Mauzis sind hier wohl an dieser Stelle sehr viele. Los, Izzy! Zeig, was du kannst! Mauzi ist ja stabil, kann viel. Okay, Schmarotzer ist nicht effektiv. Nimm mal Schnabel. Na komm, hau rinne. Hau rinne, Izzy. Schnabel. Frauenpower hier. Zeig's ihm. Zeig es ihm, was es heißt, dich mit Team 2G anzulegen. Attacke. Schnabel. Volle Möhre. So. Schnabel! Es wird gekratzt hier. Ja, der kratzt nur an meiner Oberhaut hier. An meiner Oberfläche, meine ich natürlich, so heißt das Sprichwort. Noch ein Pokémon hier, auf dem Weg hier. Gib mir mehr Pokémon hier. Das kriegen wir doch hin hier. Training, Training, hurra! Mauzi! Mauzi wird erscheint. Los, Izzy! Easy, easy Bilder. Hau, Renner. Umklammerung vielleicht mal. Weiß, das bringt nicht so viel, aber hau rein. Es wird dich nicht vernaschen können. Du siehst zwar sehr lecker aus, Sushi-mäßig, aber du vernascht ihn jetzt mal. Er beißt dich zwar, aber sie beißt dich zwar. Mauzi ist weiblich. Dieses Mauzi ist weiblich. Kratzer! Dieser Tintenfisch ist stabil. Der hält viel aus. Und das nächste Pokémon. EP für Izzy. Und noch ein Mauzi, dann haben wir das nächste. Das nächste Level. Herr mit dir. Oh, ein Zoruha. Ein Zoruha. Da müssen wir uns doch dann fangen. Wie möglich ist hier, komm. Hier wird sich hier gar nicht. Bemüht sich hier gar nicht, beschwert, hier wird nichts. Das Training zweitrangig. Komm! Wir schnappen es uns. Schnappen sie uns alle. Einen Pokéball bitte! Zoruha, das sieht später ganz episch aus in seiner Weiterentwicklung. Ja komm, das können wir auch gebrauchen. Zwei! Drei! Nein! Da sieht man auch, dass es ein bisschen seltener ist und schwerer zu fangen ist. Na komm, es wäre doch ein Triumph, wenn du das jetzt gefangen könntest, Izzy. Du dafür stehen würdest, dass das Pokémon gefangen wurde. Oh, ist gleich noch ein hinterher. Zack, eins. Ah, hätte noch ein bisschen schwächen sollen. Verfolgung. Ja gut, hast dein Bestes getan, Izzy. Kommt mal Lea hierher. Hält mal Stand hier. Den Attacken. Noch eine kleine Attacke einsetzen hier. Einmal Kratzer. Hoffentlich nicht gleich besiegen.
Ja, könnte vielleicht jetzt besser wirken. Muss ja geschwächt werden hier. So, einmal Beutel. Pokéball. Haben wir gleich 4 im Team. Ist doch gleich viel besser. Und ein bisschen Training hat Izzy auch gehabt. Ein klein wenig. 2, 3. Komm, 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 komm. Ja, nice. Das ist doch ein nicer Teammate. Ist ein Teammitglied. Teamade. Dank des EP-Teilers erhält auch der Rest des Teams ein paar. Zoruma. Name eingefallen, die nennen wir das Ben hier. Ben ist doch ein spitzer Name. Versuchen wir es noch ein weiteres Mal hier bei der Lehrerin Minwodjufen. Text kennen wir, können wir überspringen hier. Ich bin bereit. Auf wie? Ich wäre. Diese wieder, die Lehrerin Elke. Gucken wir uns nochmal. Flamiau! Izzy! Los! Du kennst deine Attacke! Attack hier! Das Flamiau! Schmarotzer! Volle Möhre! Hau ihm auf die Gurke! Zack! Bats! Okay, da hatte ich mir mehr vorgestellt. Einen Trank vielleicht. Zwingend viel Trank. So, die Stimmung ist angespannt. Wird sie es schaffen? Es sieht gut aus. Na komm. Schmarotzer. Schmarotzmauer nicht rum hier. Na komm, hält sie es aus, hält sie es aus. Ja, sie hält es aus und Schmarotzer beendet das Kämpfchen hier. Ja, nice. Wir haben es geschafft. Nach 4 Versuchen. Aber wir haben es geschafft. Spitze ein neues Level für Izzy und wir sind schon zu 4 im Team. Jojo. Das wird sich bestimmt noch ändern, werden neue Leute ins Team kommen. Das ist ja jetzt nicht fix, das Team, was wir jetzt zusammenstellen, aber wir haben erstmal ein Team. Bin erreicht Level 7. Ehren Elke wurde besiegt. Du bist einfach so sensationell. 2-4 gewinnt 480 Pokédeutsche und geht sich gleich aus dem Kampf gegen die Ehren Elke hervor. Das war vielleicht ein Part hier mit Hängen und Ziehen. Ah, wir haben es geschafft. Vielleicht wäre es besser, wenn du für mich als Lehrerin einspringen würdest. Spaß beiseite, das hier ist für dich, weil du gegen mich gewonnen hast. Du hast 5 Exemplare des Items Superball. Superbälle wurden in deiner Itemstasche verstaut. Mit einem Superball lassen sich Pokémon leichter fangen als mit einem Pokéball. Spitze, und da kommen die beiden auch. Seine Pokémon und ihre Attacken zu kennen, gehört zu den Grundlagen des Trainerdaseins. Ja, heute haben wir viel Praktisches gelernt hier. Das Training viel was bringt. Das Nicht-Training nichts bringt. Und so weiter. Nicht wahr? Hallöchen, ich bin's, Captain Elimar. Ich habe deine Kämpfe angesehen. Du hast dabei so energiegeladen ausgesehen, dass ich dich unbedingt kennenlernen wollte. Das ist Zwergenfee. Sie ist aus Kanto hergezogen. Ein vielversprechendes Talent, nicht wahr? Die Art, wie er sie Attacken einsetzt, ist beeindruckend. Verstehe. Herzlich willkommen. Bitte zeig uns mal bei meiner Prüfung dein Geschick im Umgang mit Attacken. Captains halten nämlich Prüfungen für Trainer ab, die den Inselkönig bzw. die Inselkönigin herausfordern möchten. Meine Prüfung findet in der Vegetationshöhle statt. Es kann nicht schaden, wenn du dir vor der Prüfung noch Verstärkung für dein Team holst. In Ho-Holy City gibt es auch innerhalb der Stadt hohes Gras, dem du Pokémon finden kannst. Ich freue mich schon sehr auf deine Herausforderung. Ich mich auch. Ach ja. Das Tauros vor der Schule dürfte keine Probleme mehr machen. Ich habe seinen Besitzer Bescheid gesagt. Ich schätze, auf Mele Mele weiß jeder sofort, wem dieses Tauros gehört. Also dann, Zwergenfee, wir werden dich alle zusammen verabschieden. Achso, das sagt die Trainerin. Achtung, Achtung, eine Durchsage. Zwergenfee hat den Unterricht in der Trainerschule abgeschlossen. Jetzt kommen die alle extra wegen mir hierher. Ach du Schande. Vertrag dich immer gut mit deinen Pokémon, behalte auch Statusprobleme und wie man sie behebt im Hinterkopf.
viel Erfolg bei deiner Inselwanderschaft. Mach's gut und wenn du eine Beere findest, dann gib sie eine Pokémon zum Tragen. Zwergenfee, ich hoffe, dass du unsere Lektionen dir auf deiner Inselwanderschaft weiterhelfen werden und du eine wunderbare Zeit erlebst. Du hast das Talent, um Champ zu werden. Zeig's ihnen. Mach dir fleißig DMs zunutze, sie machen dir deine Pokémons stärker. Hau rein, Zwergfee! Lee meldet sich zu Wort. Du und dein Iskala habt wirklich toll zusammengearbeitet. Ja, weil das an erster Stelle steht, ist das jetzt die Rede von dem. Nun, da wir schon einmal hier sind, werde ich dich in Ho-Holy City herumführen. Bitte folge mir. Gleich. Ein Team muss trotzdem noch wieder aufgefrischt werden. Es ist noch geschwächt vom Kampf. Zwergfee, hier drüben. Ich will noch kurz Pokémon-Team heilen. Du hast in der Trainerschule zusammen mit dem Pokémon im Kampf schon ein gutes Bild abgegeben. Naja, also... im letzten Kampf, das war nicht gerade ein gutes Bild, aber gut. Hat sie bestimmt nicht gesehen oder so. Man kann richtig spüren, wie du dich voll und ganz für den Pokémon einsetzt. Ich glaube, genau deshalb hast du es auch geschafft, Wölkchen zu retten. Huch, jetzt hätte ich doch beinahe Tauros vergessen. Tau! Da ist doch Halla und da ist Tali. Die zwei hier wieder. Also, Tauros ist wegen Lilly und Zwingfee ganz aufgeregt. Ich bringe es am besten wieder nach Hause. Wie sieht's aus, Zwingfee? Möchtest du es vorher mal streicheln? Aber gern doch. Was möchtest du tun? Am Kopf streicheln, Mähne berühren, am Schweif ziehen. Rupf. Tauros scheint das nicht gefallen zu haben. Dachte ich mir schon. Wär's denn mit Mähne berühren? Tauros scheint das nicht gefallen zu haben. Und wie wär's denn mit am Kopf streicheln? Tauros. So in etwa. Hohoho, ich freue dich. Wenn man Pokémon pflegt, bessert sich ihre Laune, musst du wissen. Da gehen sie schon. Nutzt eure Zeit und reist so viel herum wie möglich, ihr drei. Neue Begegnungen mit Pokémon und Menschen machen dieses Leben erst richtig spannend. Ich werde alles geben, um so viel drauf zu haben wie der Inselkönig und Inselkönigin. Wie die Inselkönig. Inselkönige und Inselkönigin, meint er natürlich. Ein Pokémon zu beruhigen, ohne gegen es zu kämpfen, kriegt nicht jeder hin. Ich mag Tauros zwar, aber ich habe Angst davor, auf ihn zu reiten. Sag mal, wo geht ihr zwei eigentlich hin? Ich dachte, es wäre vielleicht eine gute Idee, Zwergfee in Ho-Holy City herumzuführen. Cool, gute Idee, Lilly. Zwergfee ist ja gerade erst in Alola angekommen. Hey, wisst ihr was? Ich komme auch mit. Ich möchte etwas Leckeres essen. Gut, dann gehen wir alle gemeinsam. Jai, wie aufregend. Komm schon, komm mir nach. Der nervt auch ein bisschen, der Tali. Die ist eine kleine Nervensäge. Und weg ist er. Wir sollten uns auf den Weg machen, Zwergfee. Ho-Holy City ist die größte Stadt Alolas. Da kann man sich leicht verlieren.